Servus Leute, willkommen zurück zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Was war das? Egal. Wenn mir jemand gefällt, lasst ein Abo da, mich sehr freuen. Ansonsten viel Spaß bei heutigen Folge. Wie ihr schon sehen könnt, bin ich nicht mehr in dem Tempel, sondern ich habe mich schon mal auf den Weg zurück zum Turm begeben, in Nähe des Turms, und habe das hier gefunden. Ich bin einfach zu dem Turm hier gegangen, habe mich hochgeschossen, habe direkt von hier oben diese Insel gesehen und hier wäre auch noch so eine Herausforderung, aber nee. Und dann habe ich gesehen, dass da die letzte Erinnerung ist. Also die letzte Träne. Das heißt, wir müssen dann nochmal da hoch, um zum Turm hinterzukommen, weil der halt auch echt weit weg ist. Der ist ja da oben in den Bergen irgendwo zwischendrin. Ich glaube sogar da, wo der Turm auch in BOTW war. Ich glaube, die Turm-Locations sind fast exakt dieselben teilweise. Ja, wir dürfen also gleich in den Schnee hochklettern und da ist tatsächlich in der Nähe von dem Turm ist Zelda. Ach, die fliegt also da die ganze Zeit rum. Wir brauchen Weißdrachenschuppen. Ich sag's gern nochmal. Aber ich komme da jetzt nicht mehr hin zu der, ne? Ich müsste auf den Berg hoch in kürzester Zeit. Das ist ein bisschen schwierig, selbst mit unserem kleinen Julin. Ja, gut. Ah, Zelda allein? Ich komme noch zu dir. Was ist das? Ist das ein Überbleibsel von BOTW? Da war auch so ein komisches Rätsel in Stein gemeißelt. Da ist der Turm. Kann ich den Turm markieren? Kriege ich das hin? Hier so, das Ding da. So, passt. Zelda, du kannst doch mal ein bisschen mir entgegenkommen, oder? Ich muss gleich runter. Ich kann nicht mehr so lange oben bleiben. Becky schafft das nicht. Ja, okay, runter. Nulla! Schuppdiwuppdiba! Schuppdiwuppdiba! Und Parasegel öffnen! Wo ist denn hier die ausgefüllte Träne? Das wäre doch mal da. Gefunden! Unter den Haaren von Königin Sonja. Nehmen wir an, dass Königin Sonja da steht. Scheiße! Das müsste Königin Sonja sein, oder? Eine Abbildung von ihr zumindest. Und dann haben wir alle Tränen. Da bin ich echt gespannt, was passiert. Theoretisch müsste ja dann... Ach, da oben ist er. Müsste ja dann was kommen für Impa, dass es da irgendwas Neues gibt. So, Leute, weiter geht's. Die letzte Träne. Zigarre. Ich bin gespannt. Oh, das ist hübsch. Die Fähigkeit brauche ich auch. Was machst du? Bist du in Gedanken ganz woanders? Ach, Verzeihung. Ich denke nur andauernd über meine Rückkehr nach. In meine eigene Zeit. Wenn ich bloß lernen könnte, einfach genau so wie ihr über die Zeit zu gebieten, dann wäre ich schon erheblich weiter. Mal sehen. Für mich ist es, als würden in allen Dingen Erinnerungen stecken, die ich spüre. Und wenn sich ein Objekt erinnert, wo es einmal war, brauche ich ihm nur noch dorthin zurückzuhelfen. Erinnerungen, sagt ihr? Nur Geduld. Du verstehst sicher bald, was ich meine, und findest dann einen Weg nach Hause. Aber Zelda, ich habe das Gefühl, dich bedrückt noch etwas anderes. Du willst zurück in deine Zeit, ganz klar. Doch uns hier zu helfen, ist dir mindestens genauso wichtig. Oder? Wie habt ihr...
Vor Sonja ein Geheimnis zu bewahren, ist noch niemandem gelungen. Es ist gewiss sehr nett, dass du dich um uns sorgst, Zelda. Aber vielleicht solltest du dich auf deine Zeit konzentrieren. Du allein besitzt nicht nur Herrschaft über die Zeit, sondern auch die Fähigkeit, dämonische Mächte zu bannen. Du bist verpflichtet, sie zum Schutz deiner eigenen Zeit einzusetzen. Königin Sonja! Und auch dein Link wartet doch ganz gewiss schon auf deine Rückkehr. Nanu? Darf man fragen, wer dieser Link ist? Link ist ein Held aus meiner Zeit. Er hat mich und Hyrule vor einer abgrundtief bösen Macht gerettet. Am Anfang, da war er nur ein ganz gewöhnlicher Ritter, der mir als Leibwächter zugeteilt war. Oh, ein Held also. Link ist der standhafteste und furchtloseste Recke, den es je gegeben hat. Ja. Er ist so stark. Und ein gutes Herz hat er noch dazu. Du scheinst ja große Stücke auf ihn zu halten. Wenn man dich so über ihn sprechen hört, bekommt man direkt Lust, ihn kennenzulernen. Allerdings. Das würde mich auch freuen. Ritterlich und voller Edelmut. Mach uns doch nicht so neugierig, Zelda. Wird mir auch gefallen, ja. So, jetzt sind wir mal gespannt. Das haben wir ja alles gewunken. Es müsste ein Quest-Update kommen. Für das Geheimnis der Tränen. Ja, oh Zelda, was geht? Ich habe deine Tränen alle gefunden. Sie hat noch eine verloren. Okay. Okay. Es ist jetzt aber... Wir machen das jetzt anders, Leute. Oh, hallo. Ah, wenn das nicht Link ist. Und das ist auch die Geoglyphen. Das ist großartig. Ja, ich will deinen Ballon mal kurz ausleihen. Ich bringe ihn auch wieder, Impa. Ich muss aber ganz kurz. Toll. Das funktioniert nicht. Ich mach mir nur selber Schaden. Ich darf mir den Dings da also nicht. Toll. Ja gut, dann nimm mal das da. Bautomatik und baue mir einen Heißluftballon. Jawohl. Dankeschön. Und dann brauche ich noch einen Flammenwerfer. Habe ich noch einen Flammenwerfer? Ja, genug. So. Okay. Nimm mal lieber was Kleineres dafür. Das da. Ab nach oben. Ab nach oben, um uns einen kleinen, aber feinen Vorteil zu erwirtschaften. Einen sehr kleinen. Aber immerhin einen. Wir werden uns gleich um die wahrscheinlich letzte Träne kümmern. Dann fehlen ihm immer noch ein paar Erinnerungen. Was will denn das Ganze noch herkommen? Und wieso habe ich immer noch nicht rausgebunden mit den Batterien? Ich hätte mich mal schlau machen sollen, wo die Mine ist.
Aber ich nehme tatsächlich direkt weiter auf. Ich habe jetzt keine Pause gemacht nach der letzten Folge. War ja auch ein bisschen erbärmlich, die letzte Folge, sagen wir mal ehrlich. Die konnte ich ja so nicht stehen lassen. Ah, toll. Ja, wunderprächtig. Na, spielt ihr mal mit dem, wenn ihr wollt. Ich will jetzt einfach nur noch nach oben. Und den Turm erklimmen. Den vorletzten. Der letzte ist bei den Gerudo, das wissen wir ja schon. Oh, die Übel. Wie geht's denn hin, irgendwie eine Abwürze nach oben zu bauen? Das wäre ja schon mal ein Vorteil. Weil ich muss ja... Ja, genau, da hoch muss ich. Das ist ja wunderbar. Ist da was? Das mache ich mal eigentlich zum Stress. Oh, mir nochmal so ein Ding. Da. Einmal nach oben, bitte. Ich kann es mir doch leisten, also was soll der Geiz? Einmal nach oben und zurück. Große Energiesäure, kleine. Ja, da, da, ba, bam. Wozu haben wir Dinger denn bitte? Und so kommen wir locker bis ganz nach oben. Dann holen wir schnell das Türmchen. Und dann... Wow, letzte Träne. Die wirklich letzte Träne. Also, nehme ich mal an. Und dann mal sehen, was passiert, nicht wahr? Das klappt ja besser, als ich gedacht hätte. Nun, Lenkdings fehlt jetzt noch, dass ich dann auch in die richtige Richtung kommen würde. Aber... Naja. Gut. Das Terminus noch ein bisschen weiter weg. Es dauert noch eine Runde, bis wir da sind. Noch ein bisschen Antrieb tunen. Man kann die wohl irgendwie verbessern, die Weisen, wenn man diese Weisen-Dinger da sammelt und dann abgeht. Wie viele von diesen Viechern gibt es eigentlich? Das ist schon der dritte Eis-Griok, den wir da sehen. Wir haben ja schon zwei in der Wüste Hebra, Eiswüste Hebra. Also im Gebirge hinten gesehen. Einer auf dem Berg und einer auf dem offenen Schneefeld. Hier ist noch ein dritter. Wir haben auch schon zwei Donner-Grioks und zwei Feuer-Grioks gesehen, richtig? Toll. Idioten auf Wanderung. Hey ho, hey ho, wir sind des Lebens froh. Ja. Ihr seid nicht nur hässlich, sondern auch dämlich. Gut. Ich hoffe, der Turm ist ohne weiteres aktivierbar. Aber hier ist auch irgendwo das Jäger versteckt, das alte. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht mal so ohne ist, den zu aktivieren. Das war in der Schlucht, glaube ich, das Jäger versteckt, aber. Ich weiß es nicht mehr. Du willst mich gerade. Das ist jetzt nicht. Also, ich meine, das kann doch jetzt nicht. Der ist doch. Bauunternehmen Dumstar. Tätigkeitsbericht von Schnabuda.
Wer hätte gedacht, dass ein Kartografierturm so eingeschneit werden könnte, dass er nicht benutzbar ist? Zum Glück blieb die Höhle, die wir als Materialdepot verwenden, von den Schneemassen verschont. Ich kehre nun zur ausführlichen Berichterstattung zurück. Was denn für eine Höhle? Wo ist denn die Höhle? Hinweis ist nicht drin, oder was? Eine Höhle. Okay. Gut. Muss ich wohl nach da unten? Warte mal. Habe ich nicht irgendwo diesen komischen, dusseligen Special Warp-Platten da? Das ist aufgrund fehlender Daten nicht einsatzbereit. Warum kann denn nicht einfach mal irgendwas so laufen, wie es gedacht ist? Warum muss ich denn immer irgendwas noch richten für diese Idioten hier? Wo ist jetzt diese tolle Höhle, die nicht eingeschneit wurde? Ich komme mal nie wieder hoch. Komm doch da nie wieder hoch. Soll die Höhle da unten sein oder was? Die meinen doch jetzt nicht ernsthaft das Jägerversteck, oder? Na doch. Das Geile ist, der Turm ist markiert, aber ich kann ja nichts damit machen. Ja, also hier war irgendwo der Eingang zum Jägerversteck. Seht ihr schon hier oben überall die Jägerzeichen? Das kann aber unmöglich die Höhle sein, die er gemeint hat, das Materiallager. Nee, never ever, wir sind viel zu weit weg. Oder? Jetzt bin ich doch ein bisschen verunsichert. Die können doch nicht das Jägerversteck als Lager meinen, das ist doch dämlich. Da sind doch noch Jäger drin. Aber die Richtung könnte natürlich hinhauen. Ja, gut. Hauen wir halt mal rein. Ei, gut wie? Das Versteck der Jäger. Ich habe gehört, hier kann man die diese Technik Erdmanipulation erlernen. Was? Verschwinde. Nur Mitglieder der Jägerbande dürfen hier rein. Ja, aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich will eine tolle Technik lernen, damit ich beliebter werde. Wir sind Geheimagenten unter Kogas Kommando. Uns ist egal, wer oder was du bist. Du musst nur gut spionieren können und stark und loyal sein. Erst wenn du die drei Stützpunkte findest und die Jägerkluft erhältst, wirst du zu uns gehören und darfst eintreten. Und dann bringen wir dir vielleicht unsere Technik bei. Oder wir töten dich und schlitzen dich auf und essen dich. Das ist alles. Wie wäre es mit ein paar Hinweisen? Wo sind denn diese drei Stützpunkte und was ist eine Jägerkluft? Ach komm schon, das ist doch ein Witz. Mama hat gesagt, mein süßer Watzel, schaff den Test auf Anhieb. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und dann schaffe ich nicht nur den Test nicht, ich schaffe es ja nicht einmal durchs Tor. Ja, wenn ich zur Jägerbande gehöre, lerne ich eine unfassbar fiese Technik. Wenn ich sowas könnte, würden mich alle anhimmeln. Ne? Ja. Was, du willst doch nicht einfach der Jägerbande beitreten, oder? Du weißt schon, dass du nur eine Chance bei denen hast, wenn du diese drei Stützpunkte und Jägerclub findest. Klingt für mich nach einem wahnsinnig lebensgefährlichen Test, also lass am besten gleich bleiben. Ich tue besser alles, um den Typ zu verscheuchen. Je weniger Konkurrenz, desto besser. Ja, braucht Konkurrenz. Ist das nicht, dass die Jägerbande hat dieses Institut so und so im Nordosten von hier in Ackern eingenommen? Nein, nicht mehr. Ich hab's zurückerobert. Und ob das stimmt? Es war also auch nicht die Höhle, okay. Gut, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Turm aktivieren soll, weil ich nicht weiß, wo die Höhle ist. Über das Tagebuch kannst du Zielpunkte von Missionen, bla bla, und nochmal bla, und wiederum bla. Ich weiß nicht, wo diese Höhle sein soll. Ich bin da nicht im Bilde. Auf Karten werden Höhlen normalerweise markiert.
Aber ich glaube, erst wenn man sie gefunden hat, nicht davor. Apps, Apps, Apps. So, ey. Unhöflich. Könnte der Eingang zu dieser... Kannst du mir das dann mal wegmachen? Markierung löschen. Wo könnte der Eingang zu dieser Kack-Vorratshöhle sein? Ich dachte, unten in den Berg reingebaut, aber irgendwie war dem nicht so. Es würde auch keinen Sinn ergeben, wenn das so wäre. Naja. Die Höhle muss ja erreichbar sein, um den Berg bauen zu können. Nicht? Also. Muss es ja. In der Abkürzung, danke. Muss es ja eigentlich da oben irgendwo eine Höhle geben. Die Frage ist halt, wo? Und da bin ich ein bisschen überfragt. Vorrat. Da ist auf jeden Fall eine Fahne oben drauf. Das ist so ein dummster Idiot. So ein Idiot. Mindestens nicht nachgucken müssen, wie ich den Turm hier aktiviere. Das wäre peinlich. Ja, hier ist so ein dummster Depp. Wo ist die Höhle, in der die sprechen? Die muss ja in der Nähe vom Turm sein, damit man den Turm da bauen kann. Das geht ja gar nicht anders. Ich hätte mal einen, Tipp geben können. Ich hätte mal einen Turm geben können. Oder da oben habe ich die Luke auflassen können, dass ich da reinspringen kann. Das wäre auch mal was gewesen, ne? Ich muss jedenfalls von unten da rankommen. Das heißt, die Höhle muss unter dem Ganzen sein, weil ich durch die Decke durchkommen muss, in das Innere vom Turm rein. So viel habe ich verstanden, aber wo ist diese Höhle? Dann nehmen wir die. Zum Glück gibt die Höhle die Wertung. Ich kenne unsere ausführlichen. Wo ist denn die Höhle? Wo ist denn die Höhle? Wenn du mir das wenigstens sagen könntest, wäre ich schon sehr verbunden. Aber das kannst du mir anscheinend auch nicht sagen, weil du doof bist. Was soll diese fucking Höhle sein? Warum ist die hier nicht in der Nähe? So. Die wollte mich angreifen, ich nur gewehrt. Normalerweise haben wir einen Friedenspakt, die Wölfe und ich. Das gibt's doch gar nicht. Wo soll denn diese Höhle sein? Wo soll denn diese verdammte Höhle sein? Es ist mir ein absolutes Rätsel. Ich hab keinen einzigen Anhaltspunkt, wo diese Höhle sein soll. Es ist zum Mäusemelken. Jetzt fragt mich bitte nicht, wer ein Mäusemelk. Ich kenne den Spruch auch nur. Ich weiß nicht, wo er herkommt oder wie genau man das umsetzen soll. Hier ist doch nirgendwo eine Höhle. Nirgendwo eine Höhle. Ich bin ein bisschen verzweifelt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich muss das wohl oder übel gleich nachgucken. Wo dieser vermaledeite Höhleneingang sein soll. Wenn es doch ein versteckter Dings da ist, dann habe ich ein großes Problem, weil dann weiß ich erst recht nicht, wie ich da rankomme. Aber das ist viel zu weit weg. Das ist Quatsch, was ich hier mache. Das ist kompletter Unfug. Das ist kompletter Schwachsinn, was ich hier gerade mache. Das ist dämlich. So, wie heißt der Turm? Turm in der Gerudo-Hochebene. Ich gucke das jetzt nach. Schwabbeldi-babbeldi-bub. Tears of the Kingdom Turm in der Gerudo-Hochebene. Da. Turm in der Gerudo-Hochebene freischalten. Von Spatenfrosch. Ah, dann zeig mir her, Spatenfrosch. So schaltet ihr den Turm in die Gerudo-Hochebene frei. Ich bin mal gespannt, was du da machst, wo du da hingehst, weil ich bin da überfragt. Ja, da waren wir auch schon beim Turm in die Gerudo-Hochebene. Aber wo ist denn? Das Zelt, das hatte ich auch schon. Wo gehst du dann hin, Kollege?
Also, das ist jetzt dezent peinlich. Wir sind mindestens einmal komplett dran vorbeigelaufen, aber eher ein paar Mal. Wisst ihr, wo wir hin müssen? Das ist, ja. Ihr wisst ja, wo das Zelt ist, ne? Sagen wir mal so. Ups, ne. Sagen wir es mal so. Die Höhle war zu sehen, als wir den Text gelesen haben. Ich weiß, es klingt jetzt sehr mysteriös, ist es aber tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich peinlich. Jetzt muss ich erstmal wieder den Turm finden. Wir sind ja jetzt doch relativ weit ab vom Schuss hier hinten, ne? Na da. Ja, es ist überhaupt nicht übersehbar. Es ist eigentlich. Es ist eine Kunst, die Höhle nicht zu sehen. Scheiße, ey. Letzte Folge völlig peinlich und lost. Diese Folge völlig peinlich und lost. Das kannst du ja keinem mehr erzählen. Also, bei aller Freundschaft, das ist ja schon. Also, ne? Oh wow! Wir haben ja extra Batterie jetzt, cool. Man kann, ja von hier aus nicht, aber wenn wir jetzt mal rausspringen, kann man die Höhle sogar schon sehen. Ach ja. Ihr werdet es gleich sehen, werde ich auch denken, what the fuck? Wie kann man nur? Ach ja, ich mache die Folge, glaube ich, noch ein bisschen kürzer, werde noch jetzt Träne holen und dann mal sehen, was danach passiert. Und dann passt das, glaube ich. Muss ja nicht jede Folge auch wirklich exakt stundenlang sein. Wir sind ja eh in den letzten Atemzügen des Spiels, sag ich mal. Wir haben noch einen Dungeon, mindestens einen Dungeon vor uns. Ob es noch einen weiteren gibt, weiß ich nach wie vor nicht. Ich mache mich da ja nicht großartig schlau. Möchte es ja möglichst blind erleben mit euch zusammen. Aber das eben, ich habe nur gedacht, so doof kann ich ja gar nicht sein, aber ja doch kann ich. Ich hätte nicht direkt nach der Pannenfolge aufnehmen sollen. Ich hätte einen Tag Pause machen sollen. Oder was anderes aufnehmen sollen, aber nicht Zelda. Es hat gerade, es war, ja. Und wie ihr sehen könnt, da ist die Höhle. Hier geht's rein. Höhle am Elmeda-Plateau. Hier ist Materiallager. Was ist das? Ach, was zum Lesen. So, und zum Turm kommen wir jetzt, glaube ich, in diese Richtung. Das ist kein Problem. Nehmen einfach das da und legen das hier drauf.
Fischi, 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 Fischi. Ich sammle unten ein, kein Problem. Ui, Platsch. Und jetzt müssten wir unterhalb des Turms sein. Genau. Ich weiß aber natürlich jetzt nicht, wo genau der Turm ist. Das ist das Gemeine. Hier ist die Konstruktion. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hier genau unten drunter sind oder ob wir woanders hin müssten in der Theorie. So. Ich würde behaupten, es ist eine ganz gute Idee, wenn wir auf den da drauf kommen. So, dann von hier aus. Hier hin. Und dann von hier hoch. Ich glaube, das ist eine gute Position, um oben in den Turm reinzukommen. Ja, das ist nicht gut. Dann brauche ich das Ding. Muss es. Mist. Mist. Okay. Okay, das haben wir nicht. Ja, ich geh doch da hoch, Link. Nein. Okay. Nein. Obwohl doch. Warte. Eisfrucht. Wo habe ich jetzt Eisfrüchte? Habe ich die ganz hinten oder ganz vorne? Wo habe ich die gehabt? Eisfrucht, Eisfrucht, Eisfrucht. Eine Eisfrucht. Ich habe nämlich eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe keine Idee. Scheiße. Ist doch. Nein, Link! Link, du sollst doch dahin schwimmen, du Affe! Komm! Ja! Ja, oh Gott. Okay. Dann brauche ich das da und dann musst du da oben dran gepappt werden. Oh Gott. Warum kann ich denn da oben nichts drauf? Ja! Ja, ja! Okay, gut. Dann eben von hier. Aber jetzt aber die spannende Frage. Gut. Es geht trotzdem nicht. Was soll denn das? Oh, ist das Kacke. Ich kann aber auch nicht hier hoch. Ja, könnte ich schon, aber das ist 100 pro falsch. Das ist 100%ig falsch. Kacke, Scheiße, Arsch. Hat die Sonne funktioniert? Das hat nicht funktioniert. Das ist die Scheiße. Scheiße! Das ist nichts gut! Ah, ja, das. Das ist Scheiße.
mal raus. Hol mir das mal raus hier. Ja, komm her. Ich habe vielleicht eine Idee. Auch nur vielleicht. Das ist ein guter Fisch noch. Ich mach mal Krallen. Wenn ich ihn schon umgebracht habe, kann ich ihn auch mitnehmen, oder? Ein Rösthöhlenfisch. Wie der schon geröstet. Hä? Wo ist der schon geröstet? Muss ich nicht kapieren, oder? Egal, den können wir noch gleich futtern. Ja. Warum auch immer der schon geröstet war. Okay. Jetzt lass ich mal kurz nachdenken. Ich brauche... Okay. Meine Idee, mein Lösungsvorschlag wäre jetzt, dass ich eine stabilere Konstruktion baue, die auf dem Ding drauf sitzt. Und auf die ich dann noch irgendwie hochkommen muss. Seht ihr, was ich vorhabe? Das, also, Ingenieurswesen technisch, ne? Okay. Ingenieurswesenstechnisch stelle ich mir das jetzt in etwa so vor, dass ich diese Plattform, diese Plattform da ja so nicht. Das war jetzt nicht meine Idee. Ja, nö. Das war absolut nicht meine Idee. Link, guck in die richtige Richtung. Ich hasse dieses Wasser hier, das ist zum Kotzen. Nein! Wir sind nur da rauf! Jetzt habe ich ihn. Ich hasse dieses Wasser hier, das ist so stark. Jetzt aber komm, Link, halt dich fest, halt dich doch fest, Link. Du bist doch ein Dämlack, ein dämlicher Mann. Wo starte ich jetzt? Was ist hier? Oh, das ist eine Kacke. Ich hasse das. Das ist doof. Ja, rutsch halt ins Wasser zurück, du dämliches Ding. Nein, du bist doch... Oh, bleib doch da drauf stehen, Mann. Was ist denn heute nur los? Heute wird ja gar nichts funktionieren. Ich krieg noch Pickel, ey. So, Link, und jetzt bleibst du da oben stehen. Das bin ich aber, das willst du doch auch, du willst doch auch richtig hops. Wir haben eine dritte Plattform dran, das ist eine Achmosch. Du glaubst sogar, die verarschen, blödes Ding. Hier, bitte sehr. So. Und mal sehen, wer zuletzt lacht. Der lacht nämlich am besten. Link, lass los. Da. Zuletzt lacht am besten.
Okay. Das, Hängst du dich da jetzt fest? Teilst du dich da fest? Okay, gut. Ja, gut, so kann man es auch machen. Das war jetzt zwar nicht mein Plan, aber beschwer mich nicht. Komm da hin, wo ich hin will. Das ist alles, was mich gerade interessiert, dass ich da hinkomme, wo ich hin will. Okay. Geh doch da rauf! Ich komme da gar nicht durch, aber warum? Warum komme ich da nicht durch? Wenn ich jetzt hier durchgehe, das ist falsch, ne? Dann bewege ich mich auf. Aber jetzt doch die Plattform. Ja eben, das ist falsch. Ich muss da durch, aber wieso komme ich da nicht durch? Das ist genau da, wo ich hin muss. Wieso komme ich da nicht durch? Meine Konstruktion ist fehlerfrei. Eine Konstruktion ist fehlerfrei. Definitiv. Was? Was? Ich komme doch aber nicht noch weiter. Was? Soll ich wirklich genau zentral drunter stehen? Was ist euer Scheiß Ernst? Soll ich denn das anstellen? Soll ich denn... Okay, die einzige andere Möglichkeit, die ich hätte. Toll. Die einzige andere Möglichkeit, die ich hätte, die ich gerade sehe. Da muss ich aber wirklich komplett um die Ecke denken. Ja, geh mal da hin, ist wurscht. Ich muss andere mal rüberholen. Okay. Geh du mal dahin. Gut. Die einzige andere Möglichkeit, die ich sehe, ist... Ja? Mit noch einer Eisfläche mehr würde es funktionieren. Okay, ich brauche noch eine Eisfläche. Oh Gott! Na gut, noch zwei Eisflächen finde ich auch gut. Das macht es noch stabiler und einfacher. Okay. Ja, jetzt hast du es doch gehabt. Nein. Ah. Ja, na gut. Na gut, das ist nicht unbedingt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das wird schon funktionieren. Okay, und dann musst du... Nein! Naja, vielleicht geht's trotzdem. Vielleicht geht's ja trotzdem.
Das beschwer mich nicht, wenn es funktioniert. Ihr wisst, was ich fordere zu bauen, eine Brücke. Ja, was eine schwierige Bot hier reinzukommen. Den Gerudo-Turm holen wir uns dann beim anderen Mal. Ich brauche jetzt erstmal das Elderhaus. Die zwei Folgen reichen. Dafür werden wir dann bei den Gerudo und dem Dungeon wieder brillieren. Passt mal auf. Das hat immer geklappt. Im Dungeon haben wir uns nie doof angestellt. Hust, hust. Ja, okay, vorher vielleicht ein bisschen. Aber auch nicht so viel. Das zu übersehen geht ganz leicht, der eine Weg. So. Da haben wir den vorletzten Turm. Fehlt noch einer und wir haben sie alle. Gerudo-Hochebene. Und wir haben da oben was freigeschaltet. Sehr schön. Dann würde ich jetzt ganz gerne, ist Zelda vielleicht in der Nähe, dass ich hier kurz einen Pfeil in den Kopf, ich meine natürlich, ich würde gerne eine Schuppe von ihr haben. Aber ich sehe ehrlich gesagt keinen Drachen gerade. Schade. Auch weiter unten sehe ich keinen Lindwurm rumfliegen. Schade, sie ist nicht da. Okay, ist auch nicht so weiter tragisch. Wir wollten ja hier hinten hin zur letzten, vermutlich letzten Träne. Klar, ich hätte rumgucken können, das ist in der Luft, aber... Da war eine riesige Kugel, habt ihr das gesehen? Eine riesige Kugel. Vielleicht will ich da doch nochmal hin. Und da ist ein Piratenschiff. Okay, so, hier soll die letzte... Da! Jetzt bin ich mal weg und halt den Schnabel. Was uns jetzt wohl erwartet? Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Eine nutzlose Klinge. Seine Macht vergrößert sich noch, wenn es von einer geheiligten Kraft durchflossen wird. Und je stärker jene Kraft ist, desto stärker wird das Schwert. Du allein besitzt nicht nur Herrschaft über die Zeit, sondern auch die Fähigkeit, dämonische Mächte zu bannen. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache, auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Minero, ich wünsche dir alles Gute. Link, ich verspreche dir, ich werde das Schwert für dich heilen. Du wirst es eines Tages wieder in der Hand halten. Ich werde es so lange in heiliger Kraft einhüllen, bis es schließlich den Dämonenkönig zu bezwingen vermag.
Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Wie groß das Ding, ne? Das schluckst du nicht mal eben runter. Just saying. Die Musik! Anderen drei Drachen auch so entstanden sind. Wer weiß. Und da sind die anderen vier Waisen, die noch verblieben sind. Jetzt wissen wir endgültig, dass Zelda der Drache ist. Was vorher schon klar war, ist hiermit bestätigt. Und es sind die Prinzessinnenblüten. Die Tränen des Drachen geschafft. Und das ist jetzt die Erinnerung 17. Jetzt erklärt mir mal, wo die anderen sind. Uns fehlen ja offensichtlich noch drei. Die 11, die 14 und die 16. Wo sind die? Und wie bekommt man die? Weil die haben ja offensichtlich auch nichts mit den vier Handlungsgebieten zu tun. Ein Mysterium, das wir noch klären werden. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, auch wenn diese Folge auch wieder ein bisschen fällig war. Trotzdem vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, ein Abo wäre schön. Sonst macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal, euer Schraubsel, der jetzt wirklich eine Pause macht und erst am anderen Tag wieder weiterspielt, bevor das hier noch ausartet, noch fähiger wird. Hi Leute, ciao!